Hallo Zuri. Hallo Cat, du kleiner Troll. Na, wie geht's? Wie steht's? Gut, und dir? Bei Ja. mir Hast du gemerkt, wie ich dich genannt habe? auch. Ja, habe ich. Warum habe ich dich so genannt? Weil ich gleich ins Kino gehe, um Trolls zu gucken. Ist denn nicht, wird dann nicht deutsche Synchronisation, wo, war da nicht im ersten Teil Bill Kaulitz dabei? Oder Keine sowas? Ahnung. Keine Ahnung. Oder Aber kann nee, gut und sein. Justin Timberlake im Original oder so? Ja, der hat die Musik gemacht und Ja. jetzt ist es NSYNC. Ja. Die ersten neuen Songs oder der erste neue Song seit 20, über 20 Jahren. Geilo, I love it. Ja. Mit wem Aber es ist auch gehst ein du? Sch Entschuldige? alleine. Ich gehe alleine Gehst in dieser alleine. in der, meine Süß. ja. Gestern waren wir mit Alan und Gabs Killers of the Flower Moon gucken. Oha, wie war der? Gut, aber echt lang. Also ich würde ihm empfehlen, im Kino zu gucken, weil es ist, glaube ich, so ein Film, der wirklich gut ist, aber den man nie zu Hause gucken würde, weil er einfach fast 3,5 Stunden lang ist, so Oh, 3 Stunden 20 oder so. Also echt lang und ich glaube, also ich hätte keinen Nerv, den zu Hause anzumachen. nee. Vor allem, weil dann er ist gut, aber er ist halt auch lang und er ist natürlich auch kein Actionfilm so. Und deswegen ist es halt so ein Film, ich glaube, wenn man ihn zu Hause anfängt, Ist man am dann, Handy. aber einfach, ja, ist man am Handy, dann macht man sich schnell zu essen und dann nach der Hälfte gibt man es eh auf, weil man schon den ganzen Film verpasst hat, weil er Ja. gleichzeitig natürlich auch schon wichtig ist, dass man da irgendwie ihm folgt. Deswegen ist er, glaube ich, kein Zuhause-Guck-Film. Also, das ist nur so, was ich sagen würde. Andere Leute lieben ja super lange, was auch immer, Filme und würden, setzen sich dann wirklich zu Hause hin und gucken das 3,5 Stunden. Aber ich glaube, wenn man ihn einfach so allein abends anmacht, nach der Arbeit, ist man, glaube ich, dann sehr schnell distracted mit irgendwelchen anderen Sachen, die man auch machen könnte. Aber fürs Kino wirklich sehr, sehr gut. Und auch wirklich, ja, ein cooler historischer Film. Kann ich empfehlen. Sehr schön. Und Trolls muss für dann nächste Woche Ja, ich glaube, das ist reichen. einfach nur lustig. Und der ist halt auch nur 1,5 Stunden. Also wirklich so bang Chillig. on. 90 Minuten, gehe ich schnell rein, gehe ich schnell raus. Weil ich habe jetzt dieses Kino-Abo nämlich. Und dann lohnt sich das voll, Und die wie, Filme zu gucken. ja, wie viele Filme musst du da, musst, in Anführungszeichen, du da im Monat gucken, damit sich das rechnet? Ein. Ah, echt? Ja. Ja, wirklich ein. Das heißt, ab dem zweiten ist es schon, hast du den Preis schon wieder drin? Ja, so ziemlich. Hä, mega chillig. Ich guck gerade mal die UCI Unlimited Card, wie teuer die ist. Stand 2017. Okay. Gibt's nicht mehr. Mehr. Ja, wieder. Oh, das ist auch so super lang. Sperrung. Ich will wissen, wie teuer die ist. Okay. Ja. Oh, das war sehr laut. Ich habe meinen Rückhall in deinen Ja. Kopfhörern gehört. Das ist Okay. okay, Mom. Ist das Kino auch dein Highlight der Woche? Oh Gott, oh, was ist passiert? Ja, sagen wir einfach, das Kino ist es halt. Oh nein, am Samstag hatte ich auch einen sehr schönen Tag. Da hatte ich erst Training am Morgen. Und dann war ich bei Stylist Live. Oh, Weil das es habe ist. ich gesehen. Das sah sehr cool aus. Ja, das war auch richtig cool. Genau, da war ich und bin dann rumgegangen, habe mir meinen Free Cocktail abgeholt. Habe die eine Catwalk-Show gesehen und dann habe ich so eine Skin-Consultation gemacht. Und ja. Und was ist dabei rausgekommen? Cat? Ich habe gefragt, welcher Hauttyp oder was rauskam bei deiner Skin Ach, Consultation. hast du da? Danach warst du weg. Ach, okay, Ich wow, ich weiß nicht, habe wie halt den lange du ganzen da noch Nachmittag. erzählt hast. Gefühlt 10 Minuten.
Möchtest du die Frage beantworten? Achso, ich nehme schon wieder auf. Ja, wir nehmen auf. Das war jetzt schon alles drin. Super. Okay, ja, sorry, ich dachte, ich bekomme gleich so 3, 2, 1. Ach so, ja. ja, das war ganz cool. Da wurden halt so Fotos an der Haut gemacht und dann so die analysiert. Und es war so mehr auf, wie alt deine Haut ist. Und meine Haut war an dem Tag bang on mein Alter. Und sie meinte halt so, ja, mit den Rötungen und so. Und ich so, ja, ich habe halt auch Rosacea. Und sie so, ja, aber es ist gar nicht so schlecht. Also hast du es voll gut unter Kontrolle. Ich so, thank you. Und dann meinte sie halt nur so, ja, und du bist ja ein heller Hauttyp. Und du hast halt so Skin Blemishes und Freckles davon. Ich so, yes, I know. Sie so, ja, da musst du halt drauf achten. Ich so, ja, ja, ich benutze eh immer Sunscreen und alles. Und sie meinte so, das Einzige ist, du bist, also deine Haut ist ein bisschen dehydriert. Und ich so, ja, ich komme gerade von 2 Stunden Training und war am Tag, Abend davor Tapas essen und hatte einen Sangria. So, ich merke auch so, dass ich halt auch nach dem Training, ich habe halt auch geschwitzt, ich brauche halt voll viel Wasser jetzt auch. Und ich so, ja, ja, das ist auch alles under control. Und dann war meine Haut, mein Alter auch, also ich bin halt 28 und meine Haut war 28 und da meinte sie so, ja, hättest du jetzt nicht so einen hohen Dehydration Score, dann wäre deine Haut bestimmt auch jünger. So, ja, ja, okay, that's fine. Wieder 22, yes. Ja, genau, der Wasserhaushalt wurde nur halt aufgenommen, weil sie meinte auch so, ja, und deine Augen sind halt auch so Falten und ich so, ja, das sind Lachfalten, thank you very much. Und sie so, ja, die werden wahrscheinlich aber auch, die sind jetzt auch stärker, weil du halt, weil halt Dehydration so groß ist. Und ich so, ja, we're good. Und das war, ja, das war halt mal richtig cool. Und dann hatte ich nämlich, da gab es auch so ein Spin the Wheel Thing bei dieser Skin Consultation. Und dann habe ich auch ein Full Size 250 Milliliter Skin-Produkt, was halt diese Marke da hatte, gewonnen. Was aber auch gut ist gegen so Acne-Prone Skin und Rosacea. Und dann, genau, das habe ich jetzt angefangen zu benutzen auch. Und es macht wirklich die Haut voll samtig auch. Also, das war gleich mein Highlight. Free und dann, stuff. Sorry. Immer gut. Genau. Ja. Dann hatte ich noch erzählt, wie der Tag halt weiterlief, weil es einfach insgesamt ein schöner Tag war. Stylist Life an der Truman Brewery, was in Shoreditch ist, auf der Brick Lane. Und das ist eben sehr nah von meiner, wo ich trainiert habe. Da bin ich halt da vom Training rübergelaufen. Und dann auf der Brick Lane gibt es ja auch so 2 ganz berühmte Bagel-Shops, die auch, der eine ist auch schon da seit 1800 irgendwas. Also auch so eine East End Institution. Und die machen halt so jüdische Salt Beef Bagel. Und ich hatte ewig, weil ich war halt ewig schon nicht mehr da essen, weil wenn ich auf der Brick Lane bin, was jetzt auch nicht so oft ist, geht man halt in ein Curryhouse, weil Brick Lane ja auch berühmt ist für die Curryhäuser. Ich gehe mal zu Aladdin's, ob das Beste ist, weiß ich nicht, die sind alle bestimmt gleich, aber I can recommend, falls ihr jemals in London seid. Aber da war ich halt so, okay, als ich da fertig war, gehe ich doch zu diesem einen Bagel-Shop und hole mir einen Salt Beef Bagel. Den habe ich mir dann geholt und bin dann nach Hause gefahren und war ein bisschen 20 Minuten später, aber ich habe trotzdem halt noch das meiste vom Arsenal-Spiel mitbekommen. Und dann, ja, war es ein schön entspannter Samstag, mit aber viel gemacht gefühlt. Ja, hast du von diesem Typen gehört, der sich genetisch verjüngern lässt? Der jetzt auch irgendwie gerade gesagt hat, sein Penis ist 15 oder 16 Jahre jünger als er oder so. Das ist ein ganz komischer. Der hat auch irgendwas, war auch so mit seinem Sohn, dass der die Stammzellen von seinem Sohn nimmt, um sich genetisch zu verjüngern oder so. Ganz weirder Typ. Ganz weird. I can see that. Ja, also Achtung, ganz gefährliches Halbwissen von meiner Seite aus. Aber ja. Ja. Das googelt das mal. Typ, der sich verjüngern lässt. Das ist richtig, richtig weird. Ja, der Typ war nicht mein Highlight der Woche. Mein Highlight war mein Besuch in Hamburg. Ich war ja keine 24 Stunden da. Wirklich Mittwoch, Mittag hin. Die Fahrt geht auch schneller als nach Berlin. Richtig entspannt. Ich hatte gutes Internet im Zug. Ich hatte so einen Vierertisch für mich alleine auf der Hinfahrt.
Allerdings sind wir ab Münster, kurz vor Münster kam dann die Durchsage, ja, das ist jetzt auch der letzte Halt vor Hamburg, die anderen Haltestellen fallen aus, aber sie können dann in Münster einfach in einen anderen Zug umsteigen. Und das war ja, so, in irgendeinen okay. anderen. Ja. Coolio. Auf der Rückfahrt waren dann, in Dortmund ist ein Schaden an den Oberleitungen, wir müssen jetzt da und da halten, aber wir können auch nur halb am Bahnsteig halten, das heißt nur die Leute vorne können aussteigen, weil der Rest ist von dem Zug davor blockiert. Wir wissen auch nicht, wie lange wir hier stehen und es war so, oh fuck, wenn da jetzt Oberleitungen fehlen, die da irgendwie ausgetauscht werden müssen und dann kann ja auch kein anderer Zug, also es kann dann ja auch keinen Ersatzzug geben. Weil wurde der mal auch wieder über die Kupfer Strecke geklaut. Muss. Ja, kein, ist so, keine Ahnung. Aber es ging dann relativ schnell weiter. Und dann standen wir aber nochmal in Bochum, weil dann halt die Folgezüge davor alle sich aufgestaut natürlich auch. Hatten. Ja. Ja. Und ich Schön. Saß neben zwei so Typen, die haben, ich glaube, die waren gerade zusammen aus dem Urlaub wiedergekommen. Zwei Kumpels und jedes dritte Wort ist Digga. Nein, ja, mach das, Digga, ja, mach das, Digga. Boah, nerv mich doch nicht, Alter. Ja, was willst du denn jetzt von mir, Digga? Ja, was Digga. Denn, Digga? Ja, wohnst du, Digga? Und alle waren nur so, haltet doch einfach eure Fresse. Wirklich. Und ich saß da und hab versucht, E-Mails zu schreiben und hab jeden Satz fünfmal gelesen, damit ich da nicht auch Digga reinschreibe. genau, so viel dazu. Aber die Zeit in Hamburg war sehr schön. Da war nämlich das von den Podstars. Ist quasi eine Partneragentur, mit denen wir zusammenarbeiten. Die haben da ihr jährliches Treffen gemacht. Es hat auch irgendeinen Namen, ich habe es schon wieder vergessen. Und genau, das heißt, ich kannte ganz viele von denen, teilweise aber auch nur per E-Mail. Und dann hat man sich nach Jahren endlich mal live gesehen. Und es waren eben noch ein paar KollegInnen aus Berlin, sind auch vorbeigekommen. Und dann gab es schön Free Drinks und ein bisschen Musik und ganz viel Quatschen und Leute kennenlernen. Ein ehemaliger Kollege von mir von Styleheads war auch da. Der ist jetzt bei Universal. Der hat den, hier, Tara, was Tara sagt, hat jetzt einen Podcast, Tara sagt was. und den hat der mitproduziert. Ah, schön. Mhm. Ja, voll gut. Ja. Und darüber haben wir so ein bisschen gequatscht und ich bin dann, glaube ich, so um 1 zurück ins Hotel. Ich war, glaube ich, um 2:30 ins Bett. Die anderen Kollegen waren irgendwie bis 3, glaube ich, noch unterwegs. Eine Kollegin hat auch durchgemacht und dann ging es am nächsten Morgen dann aber auch schon wieder zurück nach Hause. Ah, zu ja. meinen Katzis und ich habe sie auch ganz doll vermisst. Und wirklich, ja. Daisy war das ganz schmusig, als ich gekommen bin und hat mich ganz klagend anmiauzt. Ja. Nachdem du die meiste Zeit in der Bahn verbracht hast. Ja. Und den ganzen Ruhrpott mitgenommen hast. Ja. Aber es war wirklich sehr schön. Es hat sehr viel Spaß gemacht, die alle zu sehen. Ja, das glaube ich. Und teilweise ich wollte Jungs sagen, aber es sind natürlich erwachsene Männer, aber mit den beiden, die jetzt auch die Geschäftsführung machen, die Boys, genau. Vincent und Konstantin oder Konsti. Mit denen habe ich am Anfang noch, da war Podstars noch ganz klein vor 5 Jahren. Da habe ich noch mit denen eigentlich jeden Tag telefoniert und Sachen besprochen, weil die dann noch für unsere Podcasts zuständig waren. Ja. Und dann, genau. Es ist ganz lustig jetzt zu sehen, dass die jetzt auf einmal Geschäftsführer sind und wie viele Mitarbeitende da sind. Die haben uns auch eine Führung durch das Büro gemacht. Einfach 3 riesige Etagen. Eine Etage auch nur für so Analytics-Sachen. So viele geile Studios, so viel Technik. Es ist richtig crazy, sich vorzustellen, dass das ein Typ einfach aufgebaut hat vor, keine Ahnung, 10 Jahren oder so. Ist richtig verrückt. Und die haben ja den Funkturm gepachtet. Und wenn man da in dem Büro auf so einen Button drückt, leuchtet im Funkturm ein Hai. Ich liebe das. Hai. Hai. Das ist ein cooles Gimmick auf jeden Fall. Ja, witzig. Ja, genau. Das ist mein Highlight der Woche. Ansonsten war es hier sehr ruhig.
Naja, aber das klingt doch sehr schön. Ja. Und jetzt geht es ja auch schon fast auf Weihnachten zu. Bei uns Oh ein yes. Schweige. Bei uns auch. Ja. Ach, oh, ich bin I'm not ready. Ich habe gefühlt so viel zu tun. Ah, Ja, ich habe auch schon wieder Samstag gearbeitet, also nur kurz, aber trotzdem. ja. Und schon wieder so viele Überstunden. Oh, und die Weihnachtsfeier. Ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt hatte. Wir haben ja jedes Jahr ein Motto für die Weihnachtsfeier. Ja. Und wir hatten vor, es ist jetzt 2 Jahren, hätten wir Magic Christmas gehabt. Und ich hatte schon mit 2 Kolleginnen, wir hatten uns schon geeinigt, wir machen Gruppenkostüm. Captain Hook, Peter Ja. Pan und Tinkerbell. Ja, du warst der Ich Tinkerbell wäre oder Tinkerbell hättest ge Tinker. oder wäre es gewesen. Und dann wegen Ja. Corona wurde es wieder alles abgesagt. Und jetzt wird aber Magic Christmas nachgeholt. Und jetzt ist Anfang Dezember Weihnachtsfeier in Berlin. Und es wird, also Team Podcast, wir sind gerade dabei, uns ein Gruppenkostüm zu überlegen. Eine Kollegin hatte wohl schon eine richtig gute Idee. Das wird jetzt nochmal rumgeschickt und dann wird das nochmal Dienstag, also für uns morgen, für euch, wenn ihr die Folge hört, vorgestern, nochmal besprochen. Und dann alles organisiert und dann kann es endlich losgehen. Ich habe richtig Bock, ich freue mich schon so doll. Oh ja, das glaube ich. Und wir machen auch noch mal pro Stadt dann auch noch mal eine Weihnachtsfeier und wir machen quasi die Rheinland-Weihnachtsfeier, also wir, die Kölner und wir 2 Düsseldorfer feiern dann noch mal zusammen und gehen irgendwie essen und ins Brauhaus und Oh ja, das klingt doch schön. ja, ganz süß. Ins Brauhaus. Ja, ich habe aber In noch kein welches Datum, Brauhaus? eventuell, ja, ich habe noch kein In mein Datum. Lieblingsbrauhaus? Ja, eben, vielleicht wärst du dann dabei. Also, wenn das wirklich genau ist, dann in dem Zeitraum, in dem du hier bist, würde ich einfach fragen, ob du mitkommen kannst. Und ich denke Oh mal, ja, ja. das wäre schön natürlich. Ja. Also Nein, auch du wenn nicht. bleibst Aber zu ich muss auf Hause. jeden Fall ins. Ja, ich Ja, gehe du auch musst ins ins Brauhaus, aber Ürige. unabhängig von Ja. dir. Kat geht Ihre alleine Mutter. ins Ürige, Mettbrötchen essen und Bier trinken. Ja, auf jeden Fall. Du weißt gar nicht, wie ich mich auf dieses Mettbrötchen freue. Vielleicht esse ich auch zwei. Es ist einfach so geil, weil einfach so eine riesen Schicht Butter drauf ist und dann einfach so Mett. I love Kat freut sich da vor allem, also wir übertreiben nicht, Kat freut sich da seit it. Wochen drauf. Sie hat mir Ja. schon vor Wochen so random in Großbuchstaben, wir gehen ins Ürige geschrieben. Und ich war so, was? Wie, Ja. wir gehen ins Ürige? Ja, wenn ich komme. Da wusste sie noch nicht, wann sie Ja. kommt. Doch, da habe ich voll Bock drauf. Und weißt du, wo ich auch dieses Mal unbedingt dann hin muss? Sorry. Oh Gott. Ins Louisiana. Wir können ja gucken, ob eine Ausstellung läuft. Es war auch schon wieder so. Also in diesem Ding, weißt du, und danach können wir dann dahin, Und dann damit ab wir ins sowas machen. Louisiana. Ja, wo ich Ja, letztes Mal, aber als ich müssen wir da auch war, habe nicht. ich mit meinen Haaren einen Drink vom Tisch gefegt. Ja, ne, ich will ja auch nur die Louisiana Experience Ja. haben. Ja. Weil, also, wenn ihr das nicht wisst, Louisiana ist eine Cocktailbar, slash Restaurant, slash, ich weiß gar nicht, mit was man das vergleichen kann, in der Altstadt von Düsseldorf. Und es ist, glaube ich, also, ich glaube, warum man dahin will, weiß man Trash. nicht. Trash, es ist einfach Trash. Und die Qualität ist wahrscheinlich auch nicht geil. Aber ich Nö. habe voll Bock drauf, sorry. Ja, Ich möchte es na einfach und nur einmal irgendwann erleben, werden dann weißt du? Ich halt glaube, das wird nicht das ja, Highlight. irgendwann werden die Tische halt beiseite geschoben, die Musik wird aufgedreht und dann kannst du halt da auch tanzen. In Ja, dem aber bei der. Restaurant. So ist es. Wenn So das. ein Ding ist das halt. Wenn das passiert, dann sind wir schon im Irish Pub. Hä? Wir sind auf jeden Fall dann noch für eine kleine Tanzrunde und dann in den Irish Ja, Pub. kommt drauf an, wie spät das ist. Ja, keine Ahnung. In Düsseldorf fängt das ja alles früher an. Da geht das schon so um 10 Ja. Uhr los. Also. Oh ja, voll gut. Dann kann der Boy auch mitkommen. Der mag bestimmt das Ürige auch richtig gern. Das Ürige, ja, aber ins Louisiana, weil ich glaube, da müssen wir den wirklich packen und hinzerren. Ich weiß nicht, ob der dafür bereit ist, aber. Ich auf jeden Fall. Ich bin da. Die suchen auch Personal. Ich bin gerade auf der Website. Das ist so kacke, da will niemand arbeiten oder sein. Und wir gehen Aber erstmal hin.
Ja, das Ja. Checkers hat ja leider zu. Das geht nicht mehr. Ja. Das wäre sonst natürlich das, wo ich auf jeden Ja, Fall hin damit wir werden auch entdeckt wollte. werden und Claudia Schiffer 2 und 3.0 werden. Auf jeden Fall. Wenn nicht wir, wer dann so reden. Richtig, ganz genau. Wir haben den Catwalk letztes Jahr ja schon ausprobiert. Falls Die ich nicht. Speisekarte ist Ja. auch so geil. Sorry, ich bin gerade auf der Webseite. Die Webseite verlinken wir natürlich in den Shownotes, damit ihr die gleiche Experience habt wie Cat gerade. Ja, was Ja. gibt es da? Wahrscheinlich alles. Was gibt's nicht? Also erstmal ist die Getränkekarte sehr groß, was es natürlich auch sein muss, weil Amerikanisches es ist. Restaurant, na klar. Ja, aber es ist einfach so geil, sorry. Weißt du, es ist auch schon so, du weißt schon, dass das Essen scheiße ist, einfach von dem, was sie haben. Zum Beispiel, ich verstehe nicht, warum man Truffled Pasta haben, vor allem auch Truffled Pasta, was halt wirklich frische Spaghetti in getrüffelter Sahnesoße ist, was weder amerikanisch noch, ist einfach super deutsch wahrscheinlich, die Sahnesoße. Ja, Sahnesoße. Auch, ja. Es gibt Salads und Bowls, Grilled Potatoes, dann aber auch Barbecue, wo es Barbecue Beef Ribs gibt und Golden Chicken Wings. Dann gibt es die Cajun Kitchen, natürlich, weil es ja Louisiana ist. Eine Million verschiedene Burger geführt. Aber es gibt auch eine Veggie- und Vegan-Karte. Das ist eigentlich ganz cool. So Und nämlich. dann gibt es Starters, was eigentlich aber auch alles Sides sein könnten, aber auch so Starters, weißt du, die es so gibt, wenn man bei Domino's bestellt, wie so Garlicbrett und Bruschetta. Nachos. Ja. Oh, Bruschetta I'm here gibt's aber for it. auch. Ja, Ich hatte super. da vorher immer, oh, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Ich hatte immer so Tacos und so da. Nachos, so überbackene Nachos mit Oh Käse. ja, die gibt's, die überbackene Nachos gibt's. Aber du kannst auch Rumpsteak essen. Ja, genau. Und es gibt auch einen Potato Mushroom Burger Ja, der für sieht eigentlich ganz geil aus. 16,90 €. Ja, dafür auf jeden Fall nicht. Ich glaube, ich esse im Übrigen mein Mettbrötchen und dann gehe feiern in Dann gehen wir zu Louisiana. den Signature Drinks. Und die Skinny Bitch heißt da übrigens, gibt's auch, aber nur Skinny B und dann Nice. Sternchen. Aber Skinny Bitch ist ein Signature Drink. Mehr muss man, Ach, glaube ich, lieben nicht wir. sagen. Frisch Ja. gepresster Limettensaft und frische Limette. Ja. I love. Genau. Und da möchte ich auch auf jeden Fall, wenn wir in Düsseldorf sind, Tapas essen gehen, sorry. Auf jeden Fall. Es ist einfach nur eine Sendung jetzt, eine Folge, eine Sendung. Eine Folge über die Düsseldorf-Planung. Ja. Und dann ins Glühtürmchen und Sowieso. Vielleicht sogar Schlittschuh Pilzpfanne laufen essen. könnten wir dieses Mal. Oh, ich habe immer so Angst vor Schlittschuhlaufen. Ja, wir fahren nur so, wir sind nur so am Rand, damit wir uns auch Ja, festhalten das ist können. Weil okay. Da fahren bin kann ich ich auch. nicht. Ja, Ich sehr halte gut. Da mich sind wir auf kreischend einer an dir Meinung. fest. Oh Gott, nein, auf gar keinen Fall, Zora. Ich schreie dann, wenn sich jemand an mir festhält und trete. Ich bekomme Panik. Aber ja, das ist okay. Das können wir dann machen. Sehr gut. Genau. Und dann ins Glühtürmchen. Ach, das ist doch schön. Ja, zum Irish Pub in der Altstadt, weil wir da ja von Louisiana dann hingehen können. Zum Irish Pub bei mir. Zu dem Ja. Imbiss bei mir. Wir Oh, müssen alle Twilight-Filme gucken. oh Gott, es ist schon Wir so haben einen viel zu richtigen tun. Plan. Ja, richtig viel zu Wir tun. brauchen wieder, Voll wir gut. müssen wieder eine Excel-Tabelle machen, wann wir was machen Ja, werden. wirklich. Vielleicht habe ich heute Nachmittag ein bisschen Zeit dafür. Welcher Tag hat dein Miss nochmal zu? Samstags, glaube ich. Samstag. Oh, perfekt. Wer macht da abends zu, Zori? Spät 10, 11. Oh, perfekt, weil ich komme ja freitagsabends an, oder? Komm ich? Ja, freitagabends um 18 Uhr oder so. Oh, dann weiß ich, was wir essen. Und dann können wir nämlich auch den Twilight schon mal Ich anfangen, wollte damit gerade wir sagen, dann nicht. gucken wir die ersten zwei Twilight-Filme, gehen zum Ja, und Imbiss. essen, alles essen. Ja. I love it. Und trinken Rosé. Ja. Ich habe mir gestern bei McDonald's mein Abendessen bestellt. Oh, Den nice. McPlant und Curly Fries und eine Sprite dazu. Oh, und drei Pizzataschen, so Tomate Mozzarella.
Die haben mir einfach ein Sprudelwasser statt einer Sprite mitgegeben. Und jetzt haben sie mir 4 € zurücküberwiesen. Ja, voll gut. Ja. Damit macht man nur Geld, sorry. Ja. Aber es ist auch so. Was? Aber man hätte auch gerne die Sprite gehabt. Ja, eben. Ich hatte gehofft, dass sie das irgendwie, dass sie mir das wieder schicken. Also, dass sie das umtauschen. Jetzt steht hier so ein Sprudelwasser rum. Muss ich mir das Skinny Bitch mitmachen? Ja, genau. Da geht's los. Das war aber auf jeden Fall enttäuschend. Wirklich, ich habe mich so auf die Sprite gefreut und dann bin ich so, was ist das? Oh. Ja. Aber der Burger und die Curly Fries, ne? Mm. Ja. Einfach mega. Gut. Ja. Vor allem, weil ja Domino's nicht mehr zu mir liefert. Ich checke es regelmäßig. Ich weiß. Aber es ist leider nicht. Sie haben ihr Liefergebiet nicht nochmal geändert. Die größte Audacity ever. Das ist so frech, wirklich. Ich hab's geliebt, da sonntags meine richtigen, wenn man so die Periode hat und dann so eklige Pizza braucht. Also keine italienische Pizza, sondern so Pizza. Nono. Ja, und dafür war das immer perfekt. Ja. Naja. Hast du einen Buchtipp? Dominus. Ja, hab ich, sorry. Den habe ich auch von Slightest Life, weil da war auch ein Bookshop dabei, der halt so, natürlich nicht so viel hatte, aber so ausgewählt für so Females. Und das heißt, es ist it's the Runaway Korean Bestseller, was auch immer das bedeutet. Okay. Es ist von einer Autorin, die heißt, oh Gott, Baek Baek Sihi. Baek Sehi, translated by Anton Hur. Und das Buch heißt I Want to Die, But I Want to Eat Tteokbokki. Yeah. Conversations with My Psychiatrist. Das steht schon auf meiner I Want to Read It Liste. Ja, ich hab's mir geholt, sorry. Nice. Yes, yes. Und weil ich, ah ja, hier ist es auch. Ich war so gerade die Beschreibung, die ist jetzt weg, weil ich in Louisiana war, aber ich habe das Tab wieder gefunden. Ich lese einfach mal vor. Psychiatrist. So how can I help you? Me? I don't know. I'm, what's the word? Depressed? Do I have to go into detail? Bike oder Beck? Sihi is a successful young social media director at a publishing house when she begins seeing a psychiatrist about her, what to call it, depression. She feels persistently low, anxious, endlessly self-doubting, but also highly judgmental of others. She hides her feelings while at work and with her friends, adept at performing the calmness, even ease, her lifestyle demands. The effort is exhausting, overwhelming, and keeps her from forming deep relationships. This can't be normal. But if she's so hopeless, why can she always summon a yen for her favorite street food, the hot spicy rice cake, tteokbokki? Is it just what life is like? Recording her dialogues with her psychiatrist over a 12-week period, Baek begins to disentangle the feedback loops, knee-jerk reactions, and harmful behaviors that keep her locked in a cycle of self-abuse. Part memoir, part self-help book, I Want to Die, But I Want to Eat Tteokbokki, is a book to keep close and to reach in for times of darkness. Yes. Gibt's übrigens inzwischen auch auf Deutsch. Das heißt, nicht wundern, wir verlinken euch die deutsche Ausgabe in den Shownotes. Nee. Ja. Ja. Perfekt. Ich will sterben, aber Tteokbokki essen will ich auch. Oh ja. Der BookTok-Erfolg aus Südkorea. Der BookTok. Ja, vor allem eine Empfehlung von RM und BTS. Also BTS kenne ich, aber RM bin ich schon wieder raus. Ja, keine Ahnung. Ja, aber es ist auf jeden Fall ein cooles Buch. Ja, und dann ja wirklich anscheinend autobiografisch auch. Ja, es ist auch, also es ist wirklich halt die ganz viel so die Dialoge, Manuskript als Manuskript zwischen ihr und ihren Psychiatrist. Voll gut. Meins ist was ganz anderes irgendwie. Und zwar ist es von Alan Rickman. Madly, Deeply, meine Tagebücher 1993 bis 2015. Habe ich gestern in der Story von Jasmine Mbarek entdeckt. Das ist nämlich auch erst Ende Oktober rausgekommen, das Buch. Aber es gibt es auch schon auf Deutsch.
Alan Rickman ist einer der beliebtesten Schauspieler aller Zeiten und eines der bekanntesten Gesichter des Films. Von seinem Auftritt als Bösewicht in Stirb langsam bis hin zu seiner vielschichtigen Darstellung des Professor Snapes in Harry Potter. Seine Ausstrahlung sowie die geistreiche Art, die er in jeder Darbietung einbrachte, ziehen das Publikum nach wie vor in Bann. Doch Rickmans Kunstfertigkeit beschränkte sich nicht nur auf die Schauspielerei. In den Tagebüchern, die er von 1993 bis kurz vor seinem Tod im Januar 2016 führte, Gott, ich weine gleich. Ich habe übrigens meine Tage. Ich habe gestern schon den ganzen Tag geheult wegen Taylor Swift TikToks. In den Tagebüchern, die er von 1993 bis kurz vor seinem Tod im Januar 2016 führte, fing er pointiert Außergewöhnliches und Alltägliches ein. Authentisch, anregend, witzig und im richtigen Maße indiskret. Fans und Filmenthusiasten werden begeistert sein von diesen Aufzeichnungen, die uns hinter die Kulissen mitnehmen und uns überdies intime Begegnungen mit vielen seiner berühmten Kollegen ermöglichen. Sehr cool. Mhm. Wir sind so autobiografisch. Mhm. Der preisgekrönte Schauspieler aus UK. Ja, aus UK. Ja, ist da so als Sticker drauf. Kann ja, liebst. Den direkt abmachen, weil das ist natürlich super hässlich, aber ansonsten ist da ein so richtig schönes Foto von ihm. Ja, sehr schön. Ja. Ich kann es nicht fassen, auch dass der jetzt schon so lange verstorben ist. Tot ist, ja. Crazy. Ja. Times move so fast, ja. Oh no. Die Links zu den Büchern findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Und zum Louisiana auch. Das Wichtigste. Möchtest du aber wenn ihr im Düsseldorf... Ja, entschuldige. Ja, nur wenn ihr im Düsseldorf... Ich muss jetzt auch gleich los, wo Zeit läuft. Wenn ihr... Das Übrige können wir auch verlinken, sorry, weil das ist wirklich eine Empfehlung. Okay, mache ich. Wenn wir das Louisiana verlinken, weißt du, dann ist das Übrige, glaube ich, der coolere Place. Fair enough. Ja. Ja. Aber nichts anderes. Nicht unseren Irish Pub und nicht unseren Imbiss. Oder dein eigentlich. Fall. Nein. Nein. Auch nicht das Glühtürmchen, das findet ihr selber, falls ihr auf dem Düsseldorfer Weihnachtsmarkt seid. Ja, das könnt ihr gar nicht übersehen. Nee. Okay, super. Ich würde sagen, damit verabschieden wir uns aus der Folge. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns eine Bewertung hinterlasst. Das geht bei Spotify und Apple und gerne auch ein Abo. Das geht egal auf welcher Plattform. Empfehlt uns gerne weiter. Hört gern noch in andere Folgen rein. Wir haben noch ganz viele verschiedene bunte Themen zur Auswahl. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Ja, bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.